Hallo draußen, ich habe mal wieder eine Rezension für euch. Und zwar habe ich diesmal Urbart, die dunkle Gabe von Grievous Pine. Ein paar kleine Facts zu dem Buch. Urbart, die dunkle Gabe ist das erste Buch einer Trilogie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zudem das Erstlingswerk von Grievous Pine. Normalerweise drehe ich ja keine Videorezensionen zu Büchereien, da ich das meistens lieber schriftlich auf meinem Blog mache. Aber bei diesem Buch mache ich eine Ausnahme, was somit schon mal ein Pluspunkt für das Buch ist. Das könnt ihr euch ja sicherlich denken. Worum geht es? In dem Buch geht es hauptsächlich um Grace Devine, sprich auch um die ganze Familie Devine. Das ist sozusagen eine Pastorenfamilie. Und es geht um Daniel Calvi, einen lang verschollenen Freund der Familie, drücken wir es einmal so aus. Daniel ist vor 3 Jahren spurlos verschwunden. Grace weiß bis heute nicht genau, wie, warum und weshalb. Sie weiß nur, dass der Name Daniel tabu ist in ihrem Haus und ihr Bruder Jude, mit dem sie ein recht inniges Verhältnis hat, nicht gerade gut auf ihn zu sprechen ist. Doch Grace ist nun 17 und Daniel taucht plötzlich wieder an ihrer Schule auf. Sehr verändert, sehr düster und Grace fühlt sich dann wieder gleich zu ihm hingezogen, sprich ihre Jugendschwärmerei, die sie damals hatte, entflammt wieder neu. Allerdings bittet ihr Bruder sie, dass sie sich doch von ihm fernhalten solle, da er sehr gefährlich ist. Doch wie es meistens mit Versprechen sind, sind diese ja meistens darum gebrochen zu werden. Nun, Grace geht es nicht anders. Sie will Daniel helfen, sich wieder einzufinden in der Gesellschaft, auch im Prinzip wieder in seine Familie einzugliedern. Und da kommt es dann im Prinzip zu einem Twist zwischen ihrem Bruder, Daniel und ihr selber. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht verraten, denn wenn ich mehr verrate, nehme ich euch das Beste weg. Aber ich sage euch mal meine Meinung zu dem Buch. Ich muss ganz ehrlich sein, am Anfang fiel es mir ganz schwer, in die Geschichte reinzukommen. Denn was von Anfang an klar heraussticht, ist, das Buch hat einen religiösen Touch drin. Beziehungsweise die Hauptprotagonistin Grace ist Pastorentochter und es wird dann so das perfekte Leben beschrieben. Sie ist im Bibelbereich, sie geht zur Sonntagsschule, sie geht zur Predigt. Sie hilft den Armen, sie ist total ja, schüchtern und ja, nicht zu viel Haut zeigen und ja, nichts Schlechtes von einem denken. Und ja, damit hatte ich am Anfang leicht Probleme, weil dadurch habe ich am Anfang so das Gefühl gehabt, dass das einfach nur ein religiöser Touch hat und dadurch die Story gar nicht so richtig rauskommen kann, beziehungsweise ziemlich verklemmt dann wirkt. Ich muss sagen, es bessert sich im Laufe des Buches, doch habe ich auch zum Ende hin immer noch den leichten Beigeschmack, wie das wohl in den späteren Teilen sich dann auswirken wird, da Grace ja doch sehr religiös ist und religiös eingestellt ist. Ich muss sagen, das war ein kleiner Minuspunkt. Allerdings hat die restliche Geschichte den total eigentlich wieder in ein Plus verwandelt, denn die Geschichte zwischen Grace und Daniel ist sehr aufregend, sehr spannend, zum Teil auch ein bisschen erotisch. Und ihr wisst es ja, also seit Anfang dieses Jahres bin ich einfach total auf dem Fantasy-Trip und da hat dieses Buch meine Sucht einfach nur noch mehr gefördert. Und ich habe es wirklich dieses Wochenende innerhalb von 2 Tagen gelesen. Das ist ein, lasst mich nicht lügen, ein knapp 400 Seiten Schmöcke. Also es ist nicht wenig zu lesen. Ich finde die Aufteilung der Kapitel ganz toll. Die Beschreibung der Figuren ist sehr schön ausgearbeitet, obwohl manches natürlich dieses typische All-American Girl, Teenies, Highschool-Image widerspiegelt. Aber ich muss sagen, so ist es ja meistens bei diesen Büchern. Und ich finde das auch dann gar nicht so schlimm. Im Prinzip, wenn dann so die ganze Story richtig anfängt und alles in Fahrt kommt, passt einfach alles perfekt zusammen. Ich kann nur so viel sagen. Ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden,
durch meinen Blog, dass mir Leute geschrieben haben, dass sie dieses Jahr, dieses Buch 2010 gelesen haben und ganz toll fanden. Andere sagten, sie fanden es nicht so toll. Ich gehöre also auf jeden Fall zu den Leuten, die es ganz, ganz toll finden und es schade finden, dass sie es jetzt erst gelesen haben. Aber wie es meistens so ist, erfahre ich sowas immer erst als Letzter. Beziehungsweise, mir hat das Buchcover schon was gesagt, aber irgendwie bin ich dann nicht dazu gekommen, es auch dann mal wirklich zu lesen. Darum möchte ich jetzt auch mal Danke sagen an den Aufbauverlag, da dieser mir das dann doch noch zur Verfügung gestellt hat, damit ich das für euch rezensieren darf. Und ich kann euch jetzt schon mal ganz sicher garantieren, dass ich das zweite Buch auch sofort für euch rezensieren werde. Es gibt eine Homepage zu dem Buch. Ich werde euch die Adresse in der Infobox verlinken. Da steht sogar schon mal irgendwo, habe ich am Wochenende gelesen, dass im September der zweite Teil auf Deutsch rauskommen soll. Also und ich werde ganz fiebrig warten bis September und dann gleich euch für euch den zweiten Teil lesen und rezensieren und euch hoffentlich auch versagen können, dass der wieder ganz super war, so wie der erste Teil. Für jeden, der das Buch gelesen hat, lesen will, lesen möchte, der darf mir wie immer gerne kommentieren, darauf freue ich mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!